Mein Freund, ich stehe zutiefst in deiner Schuld und bin dir zu Dank verpflichtet. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir mein kostbarstes Hab und Gut. Achte gut darauf. Es wird dir zu Ruhm, Ehre und Reichtum verhelfen. Doch Acht sollst du geben. Es sei das Einzige, das du je erhaltest. Und genau wie du dein Pferd umsorgst, tue selbiges auch mit dir. Denn ohne deine Gesundheit ist dein baldiger Reichtum nichts wert. Ich würde behaupten, dass hier drin ein Raum voller Rennpferde ist. Die Frage ist, ob wir unser Rennpferd auch so behandeln, wie wir es behandeln sollten. Das ist die ganz große Frage. Ich habe jetzt noch, bevor ich einsteige in das Thema, eine Frage: Wie viel Nullen hat die Milliarde? Wer weiß das? What? Keiner? Neun. Also, ich wollte doch gerade sagen. 9 Nullen hat die Milliarde. Ich zeichne euch hier jetzt die Milliarde auf, okay? Ich fange ganz hinten an mit der ersten Null. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit es eine Milliarde ist, fehlt was. Das ist die 1. Die muss vorne noch mit dran. Ohne die 1 ist es keine Milliarde. Ich trage jetzt in jede dieser Null was ganz besonders Wertvolles ein, wo jeder Mensch sehr, sehr gerne rein investiert. Und das allererste ist der F für Familie, Partnerschaft. Ganz wichtig für uns Menschen, denn der Mensch hat gerne Menschen um sich herum, mit denen er gut versteht, wo er sich geborgen fühlt. In der zweiten Null kommt das H für Haus oder Wohnung, den Rückzugsort für uns. Auch darin investieren wir sehr, sehr gerne. Dann kommt direkt danach das A für Auto, auch da Statussymbol. Wir können von A nach B fahren. Wir können zur Arbeit fahren, deswegen ganz wichtig in der dritten Null. Dann kommt das U für Urlaub. Für viele Menschen eine tolle Zeit, einmal im Jahr mit den Liebsten in den Urlaub fahren, die Zeit miteinander zu genießen. Dann sind wir in der fünften und da kommt GV rein, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern gesellschaftliche Veranstaltungen, Theater, Kino, Konzertbesuche. Dann geht es weiter und hier haben wir schon das E für Essen, gemeinsam essen gehen mit den Freunden, wie wir gestern Abend auch gegessen haben. Tolles Erlebnis. Dann haben wir hier Kleider, auch in Kleider investieren wir uns sehr, sehr gerne Geld rein, nehmen uns Zeit dafür. Dann haben wir hier S für Schmuck, schöne Uhr, Halskette, Ohrringe. Ganz vorne haben wir noch Luxusartikel, wie zum Beispiel natürlich auch mal ein Handy, ein Laptop. Auch hier investieren wir sehr, sehr gerne rein. Jetzt haben wir vorhin noch die 1, da fehlt noch was. Hier kommt die Gesundheit hin, denn sonst wäre es ja keine Milliarde. Und wenn ich jetzt diese 1 durchstreiche, was bleibt von dem Rest noch übrig? Nicht mehr viel.
Und genau das ist heute das Thema. Gesundheit. Was können wir dafür tun? Hier drin im Raum sitzen lauter Menschen, die sich entschieden haben, erfolgreich zu werden. Und zum Erfolg gehört natürlich auch die Gesundheit. Und da haben wir insgesamt 4 Punkte. Punkt Nummer 1, die Ernährung. Punkt Nummer 2, die Bewegung. Wer hätte es gedacht? Punkt Nummer 3, mein Lieblingsthema, Schlafen. Und Punkt Nummer 4, Achtsamkeit. 4 Punkte. Ein großes, massives Gebäude braucht ein gutes Fundament. Und wenn das Fundament Säulen sind, dann ist es ganz gut, wenn es insgesamt 4 Säulen sind, damit es stabil steht. Ich habe heute nicht so viel Zeit, dass ich in das Thema ganz tief reingehen kann, aber ich habe für euch ganz einfache Dinge, die ihr umsetzen könnt. Super einfache Dinge. Deswegen fange ich mit der Punkt Nummer 1 an. Punkt Nummer 1, die Ernährung. Da gibt es 2 Schlagworte. Soweit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Art- und bedarfsgerecht, was ist das? Ganz einfach. Wenn wir was einkaufen und wir drehen das Ganze um und schauen mal drauf, was da draufsteht. Und das sind Worte, die wir nicht lesen können und nicht verstehen. Da kann ich euch eine Garantie geben, dass diese Sache in der Natur so nicht vorkommt. Somit ist es auch nicht artgerecht. Einfaches Beispiel für artgerecht ist, ich habe hier in meiner rechten Hand symbolisch einen weißen Toast. Und hier in meiner anderen Hand habe ich einen Weizen, also ein Korn, wie es auf dem Acker steht. Wenn ich die 2 Sachen jetzt angucke, stelle ich fest, können die artverwandt sein? Sehe ich nicht. Habe hier aber ein dunkles Brot mit viel Körnern und hier die Ehre, dann sehe ich es, aha, die 2 könnten tatsächlich verwandt sein. Habe ich hier in der rechten Hand so ein goldbraunes Stäbchen, habe hier einen Fisch, sind die verwandt? Bin ich mir nicht sicher. Habe ich ein Fischfilet? Ja, die sind artverwandt. Das zum Thema artgerechte Ernährung. Das heißt, dass der Mensch, wir verlangen ja alle, dass unsere Tiere, zumindest die, die auch tierische Proteine zuführen, dass diese Tiere artgerecht gehalten werden. Die Frage ist, tun wir das auch? In ganz vielen Fällen nicht. In ganz vielen Fällen verhalten wir uns, was Essen anbetrifft, nicht artgerecht. Und jetzt kommt das Thema bedarfsgerecht. Was bedeutet eigentlich bedarfsgerecht? Wenn ich mit dem Auto von hier bis Karlsruhe fahre, brauche ich mehr Sprit, wie wenn ich mit dem Auto von hier nach Köln fahre. Ist eigentlich einleuchtend. Ne? So, und jetzt überlegen wir uns Menschen, wir essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und haben dann eine gewisse Menge getankt. Nur die meisten fahren nicht so weit, wie sie getankt haben. Und somit entsteht natürlich damit auch ein Problem. Das heißt, dass viele Menschen zwischenzeitlich sich nicht artgerecht ernähren und zusätzlich natürlich die falsche Energie in der falschen Menge zuführt. Und das muss nicht immer zwangsläufig zu viel sein. Es gibt auch Menschen, die essen viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Wie soll ein Rennpferd funktionieren, wenn es weder das Richtige bekommt, noch die richtige Menge? Kann nicht funktionieren. Wird auch nie funktionieren. Das heißt, wir haben hier natürlich einen ganz, ganz großen Bedarf, das kann man sich merken, Art und Bedarf. Ich mache es kürzel dran. Art- und bedarfsgerecht. Ganz einfache Sachen, sich mal darüber Gedanken zu machen. Wenn ich was esse, ist das artgerecht, ist es bedarfsgerecht. Jeder Mensch kann sich seine Kalorien mal berechnen lassen und mal gucken, anhand von Beispielen, was sind das denn überhaupt für Mengen? Denn wir wissen, welche Mengen sollten wir denn überhaupt essen? Ich habe noch ein kleines Beispiel, das kann man sich ganz gut merken, denn viele, die sich mit dem Thema Gewichtsreduktion auseinandersetzen, ich mache jetzt ab sofort Sport. Kann man machen, ist gut, ist eine gute Idee, super Idee. Nur den Erfolg feiert man in der Regel nicht beim Sport, sondern in der Küche.
Ist ganz einfach. Wer von euch kennt die Formel 21 versus 3? Schon mal gehört? Das ist ganz einfach. Die Woche hat 7 Tage. Wenn wir gut sind, nehmen wir das erfolgreichste Modell der letzten 30 Jahre, die ich als Ernährungsberater erfahren habe. Das sind 3 Mahlzeiten am Tag, soweit möglich atembedarfsgerecht im Abstand von 4 bis 5 Stunden. Also haben wir pro Woche wie viel Mal die Chance, die richtige Art von Kalorien in die richtige Menge zuzuführen? 21 Mal. Gegenüber steht 3. Die 3 ist nicht die 3 Mahlzeiten am Tag, sondern die 3. Die 3 sind die wünschenswerten 3 Sportstunden, die jeder machen sollte. Das ist ein Wunsch. Das heißt noch lange nicht, dass es auch jeder macht. Im Durchschnitt ist der Bürger bei 12 Minuten Sport pro Woche. Also der Wunsch, mit 3 Mal pro Woche Sport zu machen, jetzt haben wir eine ganz einfache Rechnung. Im Durchschnitt, männlich, weiblich, je nachdem, was für eine Sportart ihr macht, verbraucht ihr im Durchschnitt pro Stunde 400 Kalorien. Mal 3 sind 1200 Kalorien. Sagenhafte 1200 Kalorien, was ihr verbraucht durch Bewegung. Sensationell. Noch sensationell. Eine Pizza liefert 1200 Kalorien. Mittelgroß, so einen dicken Rand, Käse und Salami. Mit einer Pizza, energetisch gesehen, die ganze Bewegung kaputt. Somit, das ist das Beispiel, dass der größte Hebel immer in der Küche ist. Sport ist super, sollt ihr auf jeden Fall machen. Nur die meisten vergessen, dass der wahre Erfolg für die Gesundheit, natürlich auch nachher fürs Gewicht, immer aus der Küche kommt. So, das war der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2, vielleicht noch 1, weil das ist so das Häufigste, was ich erlebe in meinem Coaching. Viele kommen zu mir und die haben nur 2 Mahlzeiten am Tag. Haben aber 20, 30, 40, 50, 60, 70 Kilo Übergewicht. Wie kann das sein, wenn man sich schon eine Mahlzeit spart? Da fehlen ja dann schon mal 300, 400, 500 Kalorien. Trotzdem haben sie zu viel Gewicht. Deswegen ist Frühstück eine präventive Maßnahme gegen Übergewicht. Warum? Was machen die meisten Menschen, wenn sie nicht gefrühstückt haben? Wo stehen die denn um 10 Uhr in der Regel? Beim Bäcker. Bei der Butterbrezel. Wenig Brezel, viel Butter. Beim Hörnchen, bei der Schneckennudel. Also bei allen, bei Dingen, die nicht artgerecht sind. Das noch dazu. Die Nummer 2. Bewegung. Super. Ganz toll. Warum? Warum ist Bewegung toll? Wie lange hat die Natur gebraucht, bis dieses Teil so funktioniert, wie es funktioniert? Tausende von Jahren, Tausende. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns bewegt. Die Knochenstruktur, die Bänder, die Sehnen, unser Herz, unser endokrines Hormonsystem benötigt die Belastung. Und was machen wir den ganzen Tag? Sind wir artgerecht, wenn wir sitzen? Nein. Sind wir artgerecht, wenn wir auf einer Stelle stehen? Nein, deswegen laufe ich mal von rechts nach links. Es ist nicht artgerecht, weil das gesamte System, das gesamte menschliche System lebt von Bewegung. Es hat Jahrtausende gebraucht, bis es so funktioniert. Und in den letzten 100 Jahren, vor allem in den letzten 30 Jahren, hat sich krass viel verändert. Früher gab es noch Menschen, die mussten körperlich arbeiten, ging nicht anders. Heute hat der größte Anteil der Bevölkerung, muss nicht mehr körperlich arbeiten. Wir stehen morgens auf, setzen uns ins Auto. Am besten ist, wenn wir noch einen Stuhl haben, der uns rausrollt, ins Auto, fahren mit dem Auto in Drive-In rein, der uns nach oben bringt, an den Bürotisch fährt und setzen uns da wieder hin. 8, 9, 10 Stunden und schauen uns in eine kleine viereckige Kiste rein. Ist das artgerecht? Ist es nicht. Also was sollten wir als Ausgleich machen? Das Fitnessstudio, der Outdoor-Workout-Platz, was ist der? Das ist der Ersatz fürs Jagen und fürs Sammeln. Wir haben zwischenzeitlich die größte Dichte in Deutschland an Fitnessstudios. Wir haben die meisten Informationsplattformen zum Thema Gesundheit, zum Thema Bewegung. Nichtsdestotrotz, der Körperfettwert steigt weiter. Die sportliche Leistungsfähigkeit sinkt. Wie kann das sein? Zu viel Arbeit und zu wenig Gedanken darüber, was braucht mein Rennpferd eigentlich? Das ist die Herausforderung für uns.
regelmäßig intensiven Sport zu betreiben. Zwar dreimal der Woche wäre mein Wunsch, wenn ich einen Wunsch äußern darf. Dreimal pro Woche 45 bis 60 Minuten schweißtreibender, intensiver Sport. Klar, Wunsch wäre eigentlich eine Kombination aus Kraft, Ausdauer und Mobilitätsübung. Das wäre mein Wunsch. Noch wichtiger ist, dass ihr einen Sport macht, der euch Spaß macht. Ein Sport macht, wo ihr sagt, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hingehen. Ein Sport, was euch Spaß macht. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ihr lange motiviert bleibt. Das war die Bewegung, die Nummer zwei. Also auch hier, dreimal 60 Minuten wäre super. Kraft, Ausdauer, Mobilitätsübung, hervorragend. Last but not least, ihr müsst Spaß dabei haben. Wenn ihr keinen Spaß habt am Kraftsport, wenn ihr keinen Spaß habt am, was weiß ich, dann macht das, wobei ihr Spaß habt. Aber beschäftigt euch damit, denn ansonsten, ihr kennt den Spruch, use it or lose it. Ansonsten haben wir irgendwann nichts mehr, was wir pflegen können. Nummer drei, mein Lieblingsthema, Schlafen. Circa 80% der Bevölkerung leidet zwischenzeitlich von montags bis freitags unter einem Social Jetlag. Was ist denn das um Himmels Willen? Ja, der Urzeitmensch, was hat er gemacht? Unsere Gene sind noch Urzeitgene, das wisst ihr, ne? Die sind zu 99,8%, rennen immer noch im Wald rum und schlagen sich die Keule auf den Kopf. Was machen wir? So, der Urzeitmensch, sobald es mal irgendein Feuer gab, was hat er abends gemacht? Der hat sich hingesetzt und hat ins Feuer gestarrt. Das Licht war aus, die Sonne war nicht mehr da, hat sich schlafen gelegt. Was machen wir? Wir machen das Handy an. Wir schauen E-Mails an. Wir schauen Beschwerden-E-Mails an. Wir gucken Krimis an. Wir lesen spannende Geschichten und dann wundern wir uns, warum wir nicht schlafen können. Was könnte man tun, um besser schlafen zu können? Ich habe eine ganz einfache Idee. Das Handy auszuschalten rechtzeitig. Keine E-Mails mehr anzugucken, eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht. Mindestens eine halbe Stunde. Was können wir noch machen? Schöne Musik hören. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, muss ich nicht besprechen, ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir können uns mit vielen Dingen beschäftigen, die uns runterbringen, weil unser Gehirnstoffwechsel, der ist biorhythmisch. Wenn es draußen dunkel wird, dann möchte unser Körper natürlich Schlafhormone bilden. Ja, aber wenn wir ihn nicht lassen, tja, dann kann er keine bilden. Dann kommt das Melatonin zu kurz und das Cortisol, das Adrenalin ist viel zu weit oben und somit haben wir keine Homöostase. Dann können wir auch nicht schlafen. Und was machen wir dann? Dann gehen wir zum Arzt, völlig verwundert, und fragen ihn, warum kann ich nicht schlafen? Eigentlich wird man selber drauf kommen, oder? Könnten wir drauf kommen. Deswegen für alle von euch, ihr seid Rennpferde. Sollte man Rennpferde gut schlafen lassen, damit sie am nächsten Tag gut laufen? Absolut richtig. 7 bis 8 Stunden. 7 bis 8 Stunden hervorragender Schlaf. Was können wir dafür tun für einen guten Schlaf? Dass wir eine Schlafvorbereitung, Schlafritual, eben eine halbe Stunde bis Stunde, bevor man ins Bett geht, ausschalten elektronische Geräte im Schlafzimmer. Muss der WLAN nachts an sein? Nein. Muss das Handy nachts an sein? Nein. Kann man doch ausschalten. Dann wunderbar, wenn es im Schlafzimmer schön dunkel ist. Super. Wenn es im Schlafzimmer geräuscharm ist, super, warum? Unser Gehirn ist mit dem Ohr verbunden. Wenn da Geräusche sind, wachen wir nicht auf, aber wir kommen auf der Tiefschlafphase raus. Dann wachen wir morgens auf nach 7 Stunden. Oh, ich bin so müde. Warum? Könnte eine Ursache sein. Wir haben Schuhe an für 300, 400, 500 Euro. Wir haben Uhren für 1000 Euro, 5000, 10.000 Euro. Aber eine Matratze darf nicht mehr kosten wie 199. Super. Und da liegen wir fast ein Drittel unseres Lebens drauf. Das ist super, ne? Schlafzimmer darf keine Rumpelkammer sein. Schlafzimmer sollte aufgeräumt sein, sollte ein Wohlfühlort sein. Da muss kein Fernseher sein. Da müsste auch nichts rumliegen, sondern das Schlafzimmer sollte ordentlich sein, dass wir da drin gut schlafen können. Ist fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in diesem Raum. Fast ein Drittel unseres Lebens liegen wir auf einer Matratze und dann wird die alle 15 Jahre ausgetauscht. Wer von euch trägt Schuhe länger als 15 Jahre? Das halten die nicht aus. Auch hier Schlaf 7 bis 8 Stunden. Sensationell, von einer kurzen Zeit gab es den 5-Uhr-Club. Danach gab es den 4-Uhr-Club. Also wer noch erfolgreicher will, der schläft gar nicht mehr.
Die Natur hat sich dabei was gedacht, warum es draußen dunkel wird. Das hat einen Grund, warum die Sonne untergeht. Nur wir Menschen vergessen oftmals ganz einfache Dinge. Wir müssen in der Natur rausschauen. Die Tiere gehen auch mal schlafen irgendwann. Zumindest die meisten. Die Pflanzen gehen auch schlafen, um sich zu regenerieren. Müssen wir nur nachmachen. Aber wir müssen dann erstmal Studien machen, mindestens 5 Studien. Und die Studien gehen 2 Jahre lang. Um uns zu belegen, der intelligentesten Spezies auf dem ganzen Erdball, um uns zu belegen, dass das, was wir tun, nicht richtig ist. Können wir mal drüber nachdenken. Schlafen war ganz wichtig, ich habe es euch gesagt, was ihr tun solltet zum Schlafen. Ich glaube, jeder hat vielleicht jetzt gerade so ein bisschen was entdeckt, was man besser machen könnte. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. So, und jetzt kommt noch, ja, mein weiteres, sind alles meine Lieblingsthemen. Ich weiß gar nicht, welches das Liebste ist. Das ist die Achtsamkeit. Unser Gehirn hat die Möglichkeit, zwischen 50 und zwischen 80.000 Gedanken pro Tag zu produzieren. Sensationell. Das ist eine Mordsmaschine da oben. Jetzt wird es aber noch spannender. Von diesen bis zu 80.000 Gedanken sind 8.000 bis 10.000 Gedanken wichtig. Die brauchen wir tatsächlich. Den Rest brauchen wir gar nicht. Und jetzt wird es noch spannender. Von den restlichen 50.000 bis 60.000 Gedanken sind 80% immer die gleichen. Ständiges Grübeln. Stellt euch mal vor, ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn wir 70.000 wertvolle Gedanken hätten, weil ich möchte nicht wissen, was der Mensch dann machen würde. Keine Ahnung. Die Natur hat sich bestimmt was dabei gedacht, dass nicht alle wertvoll sind. Aber wenn wir es tagsüber ein paar Mal schaffen, so 5 bis 10 Minuten das Gehirn gedankenfrei zu lassen, was hätten wir für ein Potenzial? Wir könnten uns richtig viel Psychopharmaka sparen. Einen großen Anteil, wenn wir darauf Rücksicht nehmen würden. Viele Menschen könnten sich auch abends die Flasche Wein sparen, denn durch Achtsamkeitsübungen bekomme ich wieder ein Gleichgewicht. Denn bei ganz vielen Menschen entsteht ein Ungleichgewicht der Hormone zwischen Entspannungshormonen, das ist Serotonin, Aktivierungshormonen, Dopamin, Belohnungshormonen, Melatonin, Schlafhormonen, jetzt kommt was, die sind bei uns alle zu hoch, das ist das Adrenalin und das Noradrenalin, das ist der Stresshormonpegel, Cortisol, kann man ausgleichen. Durch Punkt 1, 2, 3, 4. Achtsamkeit. Was kann man da tun? Die meisten verstehen nur Achtsamkeit. Oh mein Gott, jetzt muss ich meditieren. Jetzt muss ich mir eine Stunde lang ins Eck sitzen, darf nichts reden. So ging mir es auch. Ich habe mich auch damit konfrontiert. Müssen wir nicht. Um Meditationsmeister zu werden, geht ihr nach Asien und fragt dort die Mönche. Und die sagen euch, 30 Jahre. Wir müssen nicht 30 Jahre warten. Müssen wir definitiv nicht. Morgens 5, mittags 5, abends 10 bis 15 Minuten. Ein kleines Investment, was für die Gesundheit hervorragend ist. Es geht nur darum, dass wir unserem Gehirn einmal die Chance geben, Unitask zu sein. Unitask heißt, im Hier und Jetzt, im Körper, in der Atmung zu sein. Mehr nicht. Einfach mal dem Kopf Ruhe gönnen. Kein Mensch würde stundenlang sein Bizeps trainieren. 12 Stunden, der fällt irgendwann ab. Aber unser Gehirn ist selbstverständlich, dass es nonstop grübeln darf. Und wir haben keine Zeit für die 5 Minuten. Viele, die im Business sind, die nehmen sich keine Zeit. Warum? Da gibt es so eine Rechnung. Ich muss aber ganz viel machen jetzt. Ich muss extrem viel machen, weil sonst werde ich nicht erfolgreich. Das ist eine Angst, die dahinter steckt. Das ist nur eine Angst, nichts anderes. Aber wenn ihr das hier alles macht, ihr habt euch entschieden, ihr wollt Erfolg haben. Wie lange? Bis nächste Woche? Bis übernächste Woche? Oder wollt ihr auch in eurer Rente noch sagen, yes, mir geht's gut. Ja, ihr wollt auch in der Rente, wollt ihr euch feiern. Und das ist das Investment. 4-mal Achtsamkeit. Was sind 5 Minuten? Morgens, das ist nicht viel. Wie oft verschenken wir 5 Minuten? 5 Minuten mittags. Atemübung, ganz einfach. Autogenes Training, Atemübung, tief einatmen und jetzt einmal 8 Sekunden. Nochmal. Und jetzt bin ich schon entspannter. Schon nach so ein paar Atemzüge. Es geht ruckzuck.
5 Minuten. Autogenes Training, Herzvariabilität, das mache ich immer, weil dann habe ich direkt das Feedback, dass es gut ist, was ich da mache. Ein sehr, sehr kleines Investment mit einer riesen Ausbeute. Denn wenn wir das machen, das sind 3x5 Minuten, vielleicht auch mal 10 Minuten. Ihr werdet dadurch mehr Leistung generieren. Ihr werdet dadurch ein Investment präventiv in eure Gesundheit betreiben. Aber es gibt einen Spruch, der gilt leider. Erst wenn der Schmerz groß genug ist, kommen wir ins Tun. Das ist das ganz große Problem. Deswegen, wenn ihr was tut, dann ist meine große Bitte an euch, tut es bitte präventiv. Wartet nicht so lange, bis es richtig brennt. Denn ihr seid alle Rennpferde. Wenn ein Rennpferd am Rennen nicht mehr teilnehmen kann, gibt es keine Pokale mehr. Und wenn es keine Pokale mehr gibt, gibt es keine Kohle. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eins für euch. Zum Abschluss habe ich noch für euch eine Bitte. Viele kennen sie schon. Die goldene Regel. Es gibt eine goldene Regel. Diese goldene Regel besagt, ihr habt ab jetzt 72 Stunden Zeit, ins Tun zu kommen. Wenn ihr jetzt irgendeinen Punkt gehört habt, wo er sagt, da habe ich einen großen Bedarf, da könnte ich was tun, nicht alle Punkte. Viele sind schon gute Schläfer, viele machen schon Sport, viele ernähren sich schon gut, aber wenn ihr einen Punkt erwischt habt, vielleicht auch zwei, allerhöchstens drei, dann solltet ihr in den nächsten 72 Stunden die ersten Schritte dafür tun. Zu wissen, wenn ich mich anders ernähren möchte, ja, was soll ich denn eigentlich frühstücken? Und wenn ihr Sport machen wollt, ja, welchen Sport möchte ich denn überhaupt machen? Was erfüllt mich denn an Sport? Wo möchte ich denn Sport machen? Wann möchte ich denn Sport machen? Wenn ihr das Thema Schlafen habt, ja, gehe ich denn am besten an? Okay, ab sofort schalte ich das Handy schon mal eine halbe Stunde früher aus, leg mich etwas früher ins Bett, höre schöne Musik. Das heißt, ihr braucht jetzt schon die ersten Schritte, um es tun zu kommen. Und wenn das funktioniert innerhalb der ersten 72 Stunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass es vielleicht, wenn alles gut läuft, irgendwann eine Routine draus wird. Dann müsst ihr keine Entscheidung mehr treffen. Und wenn ihr keine Entscheidung mehr treffen müsst, dann ist es easy. Wenn ihr länger wartet wie 72 Stunden, wissenschaftlich belegt, nicht von mir, geht die Wahrscheinlichkeit runter unter 2%. Herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Dankeschön.